Im Herzen von Wiesbaden, direkt am Hauptbahnhof, liegt es. Das Betriebsgelände von SW Verkehr. Hier gibt es seit Sommer 2011 eine echte Innovation. Und die macht sich bei jedem Wetter so richtig bezahlt. Die Rede ist vom sogenannten Busport, einem überdimensionalen Carport, unter dem zahlreiche Busse abgestellt werden können. Die Hauptaufgabe und der Hauptnutzen für uns ist die Unterstellung unserer Fahrzeuge im Schatten im Sommer, damit die Busse sich nicht so stark aufheizen. Und im Winter, dass sie unter Dach stehen und damit nicht so stark auskühlen und wir nicht so viel die Zusatzheizung etc. betreiben müssen. Das spart viele Kosten und schont die Umwelt. Denn der Einsatz von Standheizungen und Klimaanlagen in den Bussen wird deutlich reduziert. Doch das ist bei weitem nicht der einzige Vorteil. Über 100 Meter lang und 55 Meter breit ist die neue Bushalle. Die 1800 Module wandeln Sonnenenergie in Strom um. Auf diese Weise werden jedes Jahr 400.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Das reicht, um etwa 100 Haushalte zu versorgen. Derzeit wird der Strom ins Netz von SW Versorgung eingespeist. In Zukunft sollen damit aber vor allem Elektrobusse betrieben werden. Bis zu 7 strombetriebene Linienbusse könnten mit der Sonnenenergie von SW Verkehr fahren. Fundamente gießen, Stahlträger aufstellen, Solarzellen installieren. Fleißige Arbeiter haben den Busport innerhalb weniger Monate aufgebaut. Seit Ende Juni ist er in Betrieb und fängt seitdem jeden Sonnenstrahlen ein. Aber schon bald wird auch kein Tropfen Regenwasser mehr verloren gehen. Das Folgeprojekt ist, dass wir das Regenwasser, was oben auf diesem Busport jetzt zentral an beiden Seiten gesammelt wird, dass wir das in Zukunft sammeln und dann für die Buswaschanlage nutzen und kein aufbereitetes Wasser mehr benötigen. Der neue Busport auf dem SW-Betriebsgelände ist also mehr als eine reine Unterstellmöglichkeit für Busse. Er ist eine Investition für mehr Kundenservice und ein umweltfreundlicheres Wiesbaden. Wir haben Qualitätsverbesserungen für unsere Fahrgäste durch die besseren Temperaturen in den Bussen, wenn die morgens oder mittags rausfahren. Und wir haben für uns Werkstattkosten, die wir sparen. Und wir haben natürlich einen riesigen Umwelteffekt, denn das ist die größte Photovoltaikanlage auf einem Dach in Wiesbaden.